Und zwar waren wir gerade beim Bring and Buy und haben schon die ersten Sachen gekauft. Ich kann ja mal ein kleines Sneak Peek geben. Hier seht ihr schon ein bisschen was von meiner Ausbeute. Und ein bisschen was von Pios Ausbeute. Ja, wir machen jetzt kurz Pause, essen was, trinken was und dann mal gucken, welche Stände wir uns als nächstes angucken. Ich kann es gar nicht erwarten, um hoch zu den Künstlern zu gehen, aber vielleicht gucken wir uns auch erst unten noch fertig um. Den Radikulinkostlehrern zu sagen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Was sie auch nicht dürfen, ist so zu tun, als wäre die Beziehung mit Joker romantisch. Lest mal einen der Comics. Der Kerl prügelt sie auf dem zweiten Stock ihrer Wohnung. Es ist eine so romantische Beziehung. Ich bin seit 5 Jahren falsch verheiratet. Mein Knöcheln fehlt voll die Romantik. Das ist, sorry, aber Harley Quinn und Joker, die sind nicht so romantisch wie 50 Shades of Black. Take a look, 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 take
inzwischen Abend und wir haben uns nach draußen gesetzt. Wir haben uns eben noch ein bisschen Programm angeguckt. Da werde ich sicher auch was ins Video von schneiden. Und ja, ich warte jetzt noch kurz auf meine Freundin, die ist noch mal kurz rein, die Toilette benutzen. Und dann fahren wir wahrscheinlich auch schon nach Hause für heute. Du hast nicht hübsch auszusehen dabei. Du kannst ruhig das Gesicht verziehen. Also ich da. Schön. Lieblich. Oh,
Hi, ich habe gestern leider das Video nicht mehr gut abschließen können. Es ist inzwischen Montag nach der Hanami und wir sind natürlich wieder zu Hause. Ja, die Hanami war sehr schön. Wir hatten sehr viel Spaß. Der Sonntag war ja relativ entspannt. Wir haben uns später noch eine marokkanische Anime-Sängerin angeguckt, die zu einem Verein gehört, der die erste nordafrikanische Convention auf die Beine gestellt hat und eben die gemeinsame Liebe für Anime und Manga nutzt, um zum Beispiel auch Jugendliche und Kinder, die sonst irgendwie nichts zu tun haben, ja, zu beschäftigen und ihnen was zu zeigen, was Spaß machen kann, was ich super cool finde. Ich habe auch gefilmt. Das werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben. Sie hat toll gesungen. Die haben eine Show gemacht, die teilweise auf Japanisch gesungen war, teilweise auf Arabisch gesungen war und mit einem Gastsänger dann auch noch teilweise mit Deutsch gemischt war, was ich super cool fand, dass sie das so ein bisschen eingemixt haben. Ja, das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich war noch mal ein bisschen bei den Künstlern shoppen. Und das war auch wieder sehr schön. Ich habe sehr viel Geld bei Rayhan gelassen. Ich würde es wieder tun. Und ansonsten war es ein sehr entspannter Wir haben Tag. uns auch eine Konsängerin Sayuri angeguckt, die war sehr, sehr toll. Ich glaube, sie kommt irgendwo aus Richtung Hamburg oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte sie eine richtig tolle Stimme und ich kann euch nur empfehlen, falls sie mal auf einer Convention singen sollte, auf der ihr auch seid, hört es euch unbedingt an. Ist wirklich gut gewesen. Und ansonsten war es wieder eine sehr, sehr schöne Con.